Fernsehen im Jahre 1952 die Sensation. Ein Vergnügen für wenige zunächst. In Deutschland gibt es lediglich 300 Fernsehteilnehmer. Die bewegten Bilder sind damals noch nicht ungetrübt. Windanfällige Sendemasten verursachen häufig Signalschwankungen. Eine neue Turmbauweise sollte für einen störungsfreien Empfang sorgen. Türme finden sich in der Architektur fast aller Kulturen. Die Babylonier wollen mit einem gewaltigen Turmbau den Himmel erreichen. Die Ägypter errichten mit dem Leuchtturm Alexandrias eines der sieben Weltwunder der Antike. Im Mittelalter werden Türme strategisch genutzt. Sie ermöglichen es, den Feind früh zu erkennen, sind schwer anzugreifen und symbolisieren Macht und Größe. Zur Weltausstellung 1889 in Paris erreicht die Turmbauweise einen Höhepunkt. Ein Stahlskelett überragt alles bisher Dagewesene, der Eiffelturm. Die Konstruktion erweist sich trotz der enormen Ausmaße als extrem stabil. Und so findet dieses Bauprinzip auch bei Sendemasten Anwendung. Anfang der 50er Jahre beschließt der Süddeutsche Rundfunk, auf dem Hohen Bobser bei Stuttgart einen neuen Sendeturm zu errichten. Ein riesiger Stahlgittermast soll den Fernsehempfang in der schwäbischen Metropole gewährleisten. Aber in der Bevölkerung regt sich Widerstand. Die Stuttgarter wollen kein unansehnliches Wahrzeichen aus Stahl. Die Diskussion weckt das Interesse des Stuttgarter Architekten und Bauingenieurs Fritz Leonhardt. Sein avantgardistischer Gegenentwurf sieht einen über 200 Meter hohen Stahlbetonbau mit Aussichtsplattform vor. Das wagemutige Konzept überzeugt Auftraggeber und Kritiker. So hatte der 1909 in Stuttgart geborene Leonhardt den Streit in seiner Heimatstadt geschlichtet. Leonhards Laufbahn beginnt in den 30er Jahren mit dem Bau zahlreicher Autobahnbrücken. Eine davon, die Rheinbrücke bei Köln-Rodenkirchen. In der damals längsten Hängebrücke Europas verwirklicht der junge Schwabe seine beruflichen Ideale, die Synthese aus Architektur und Funktionalität.